Herzlich willkommen beim Deutschkurs B1.2. Jeder von euch hat ein eigenes Thema und ich möchte gerne, dass jeder diesen Zettel jetzt mal vorliest. Okay? Dazu schalten wir die betreffende Person dann immer ins Vollbild, ohne dass ich dabei bin, sondern nur die Person. Und lies mal vor, was da steht. Wir zeigen absichtlich nicht, was auf deinem Zettel ist, weil die Persönlichkeiten, die jetzt von zu Hause aus zuschauen, die sollen nur vom Hören versuchen zu verstehen, was du vorliest. Okay. Sollten Kinder bis 12 Jahre Taschengeld bekommen? George, 65 Jahre alt. Meine Kinder haben immer Taschengeld bekommen, aber nicht regelmäßig. Manchmal gab es ein paar Münzen für Eis oder andere Süßigkeiten. Thomas und Gertrud hatten viele verschiedene Wünsche. Und manche davon habe ich auch erfüllt. Aber nur, wenn sie vorher auch bei Tätigkeiten im Haushalt mitgeholfen haben. Rosina, 25 Jahre alt. Ich arbeite als Reinigungskraft und verdiene leider ganz wenig Geld. Es ist sehr schwierig, alle Wünsche meiner zwei Kinder zu erfüllen. Ich und mein Mann haben momentan die Vereinbarung, dass er pro Woche 3 Euro Taschengeld gibt. Unsere Zwillinge sind aber schon 12 Jahre alt. Hildegard, 9 Jahre alt. Ich bekomme in der Woche 2 Euro Taschengeld. Dieses Geld darf ich ganz alleine ausgeben. Momentan spare ich, um mir eine CD zu kaufen. Die CD kostet 25 Euro. Oma hat mir versprochen, dass wenn ich 10 Euro gespart habe, sie mir 15 Euro gibt, damit ich die CD kaufen kann. Nächstes Jahr bekomme ich dann 3 Euro pro Woche. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, Runa. Du siehst jetzt darunter deine Aufgabe. Siehst du das? Mhm. Magst du die Aufgabe einmal vorlesen? Die anderen haben dann dieselbe Aufgabe, aber lies mal die Aufgabe laut vor. Okay. Aufgabe: Sollten Kinder bis 12 Jahre Taschengeld bekommen? Erste Frage ist, was haben die anderen für eine Meinung? Ja, das ist das Erste. Also was haben die anderen für eine Meinung? Mach dir nicht jetzt Gedanken, sondern erst, sobald Ranat zu lesen beginnt. Beim ersten Punkt bedeutet das, denk darüber nach, was die gesagt haben. Und zwar so, dass du dann nachher, wenn du den Zettel nicht mehr hast, sagen kannst, was sie gesagt haben. Okay. Okay. Was ist die zweite Aufgabe? Wie ist Ihre Situation? Und die dritte Aufgabe ist... Moment, was bedeutet das? Wie ist Ihre Situation? Was meine Meinung ist. Ja, genau. Also deine Situation ist, ja, bekomme ich Taschengeld oder bekomme ich keines? Das ist deine Frage, weil es geht ja darum, Taschengeld und wie viel, oder? Mhm. Genau. Und da ist jetzt die Frage, ja, wie ist meine Situation? Bekomme ich Taschengeld? Bekomme ich keines? Wenn ja, wie viel? Hätte ich gerne mehr? Oder verstehst du, wie ich meine? Wie ist meine eigene Situation? Und dann gibt es auch den dritten Punkt und der lautet wie? Welche Meinung haben Sie? Genau, welche Meinung hast du? Du kennst oben 3 Meinungen und du hast dann nachher, wenn du dir Gedanken gemacht hast, auch eine eigene Meinung. Okay, dann lass uns bitte Ranat Groß ins Bild schalten. Und liebe Runa, beginn schon mal für dich schon mal zu überlegen, wie du dann nachher, wenn wir dann durch sind, du uns diese 3 Meinungen vorstellst und dann auch deine eigene Meinung dazu nennst. Mit indirekter Rede? Ja, bitte.
Okay, so, liebe Renate, lies uns jetzt deinen Zettel vor. Alleine oder mit anderen wohnen. Peter, er ist 21 Jahre alt. Ich liebe es, alleine zu wohnen. Wenn ich alleine wohne, muss ich niemand sagen, wann ich wieder nach Hause komme oder wann ich losgehe. Am schönsten ist es, für mich Ruhe zu haben. Mit einer großen Familie in derselben Wohnung zu leben, mag ich mir nicht vorstellen. Judith, sie oder er? Ich kann es nicht sehen, wie immer du das sagst. Wie heißt die Person? Judith. Sie ist 45 Jahre alt. Es gibt nichts Schöneres für mich, als wenn ich viele Personen im gemeinsamen Haushalt lebe. Ich liebe das gemeinsame Abendessen. Da sprechen wir immer über all das, was am Tag so passiert ist. Für mich wäre es die Hölle, ganz alleine leben zu müssen. Yusuf, er ist 17 Jahre alt. Ich kann es kaum erwarten, endlich eine eigene Wohnung haben zu können. Ob Mietwohnung oder Eigentumswohnung, weiß ich noch nicht. Hauptsache ist, dass nicht so viele Leute darin wohnen. Momentan lebe ich mit Mutter, Vater, drei Brüdern und vier Schwestern in einer Wohnung. Das sind einfach zu viel. Vielen herzlichen Dank. Auch für dich gilt, schau dir nochmal diese drei Aufgabenstellungen an und versuche die Aufgabe zu lösen. Wenn dann deine Schwester das gemacht hat, also wenn Runa das gemacht hat, dann bist ja dann nachher du dran und dann habt ihr ungefähr diese Zeit, ja, damit ihr schön das bearbeiten könnt. Ich weiß, ihr könnt jetzt den anderen nicht zuhören, aber das macht nichts. Ihr habt ja jeder eine eigene Aufgabe. Sarah, bitteschön. Ja. Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, dem Auto oder dem Fahrrad in die Stadt fahren. Agatha, 33 Jahre alt, wenn ich in die Stadt fahre, dann am liebsten mit dem Bus. Es ist so schön, dass ich keinen Parkplatz brauche und fast überall direkt vor die Haustüre fahren kann. Ja, es ist schon umständlich mit den Einkaufstaschen nach Hause zu fahren, aber der Bus ist preiswert und weil dieser mit Strom fährt, bestimmt umweltschonend. Heinz, 17 Jahre alt, zu Fuß gehen wäre für mich das Allerschlimmste. Zum Geburtstag habe ich ein Fahrrad bekommen und seitdem fahre ich damit überall hin. Sie müssen wissen, dass ich eher der sportliche Typ bin und deshalb mag ich es sehr gerne, mit dem Fahrrad zu fahren. Schön ist, dass ich auch einen Gepäckträger am Fahrrad habe. So kann ich auch meine neuen Spiele sicher nach Hause transportieren. Paul, er ist 42 Jahre alt. Ich als Vater von drei Kindern mag es am liebsten, wenn wir alle gemeinsam mit dem Auto zum Einkaufen fahren. So kann auch der kleine Hans, der gerade ein Jahr alt wurde, mitfahren. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann gehe ich bei kurzen Strecken auch gerne mal zu Fuß.
Im Bus zu fahren finde ich sehr schrecklich, weil es da so viele verschiedene Gerüche gibt. Lese ich auch Aufgabe? Oder? Ja, für dich alleine dann. Aha, okay. Also die Aufgabe ist dann auch dieselbe, mhm. So wie bei Runa und Ranat ist das dieselbe Aufgabe. Ich möchte gerne, dass du für dich beginnst, diese Aufgaben jetzt in Ruhe mal alleine zu lösen. Mhm. Und wir hören uns in der Zwischenzeit Ahmad an. Sollte man mehr lesen? Gerold, er ist 53 Jahre alt. Noch mehr lesen? Ich lese in der Woche insgesamt bestimmt mehr als 20 Stunden unzählige Zeitungsartikel, vielfach Literatur und mindestens 2 Bücher. Ja, ich bin echte Leseratte. Vor mehr habe ich leider keine Zeit, weil ich ja auch noch etwas arbeiten muss. Ruth ist 25 Jahre alt. Ich lese nur das Notwendigste mit der Fantasie will es in meinem Kopf irgendwie nicht so klappen. Es ist für mich sehr schwierig, mit mir das Geschriebene vorzustellen. Fachtexte verschlinge ich allerdings wie eine echte Bücherwurm. So 3 bis 4 Stunden lese ich schon pro Woche. Beta ist 15 Jahre alt. Ich muss vor die Schule sehr viel lesen. Privat lese ich kaum etwas, außer auf Facebook, aber das ist ja kein echtes Buch. Und die Leute machen sehr viele Schreibfehler, weil ich momentan vor eine Prüfung lernen muss, kann ich leider keine dicken Bücher lesen. Ich freue mich aber schon auf die Ferien, denn dann werde ich den neuesten Roman von Stefan King lesen. Die Horrorfilme darf ich noch nicht ansehen, aber die Bücher kann ich schon jetzt lesen. Und jetzt kommt Folgendes. Und, du, meine liebe Runa, kommst jetzt einfach über mich rüber. Jetzt bist du über mir, schau mal. Jetzt bist du über mir. Jetzt sind wir beide im Bild. Und jetzt versuch mal, du hast ja Gedanken gemacht, was die Leute gesagt haben. Am besten wäre es, wenn du dir einen oder 2 Punkte von den einzelnen Personen rausnimmst, damit du die Meinung wiedergeben kannst. Mhm. In Wahrheit ist es so, du darfst den Zettel verwenden. Du darfst ihn in der Hand halten. Das wird bei der Prüfung dann auch so sein. Und das Schöne daran ist, du kannst dann nachher diese Block für Block wiedergeben. Du kannst sagen, ja, Georg, oder der 28-jährige Georg, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich kann nicht so gut sehen. 65, ja. Sieht das so, die nächste Person sieht das anders und die dritte Person sieht das so, ich sehe es so. Okay, einfach nur ganz knapp gesagt. Wie das mit dem ich sehe das so, sie sehen das so passiert, das werden wir jetzt üben. Ich möchte gerne, dass du mal beginnst. George sagte, dass er 2 Kinder habe und die zwei immer Taschengeld bekommen hätten. Seine Kinder haben verschiedene Wünsche und damit er die Wünsche erfüllen können, mussten sie zuerst? Was? Müssen. Ja, aber was mussten sie zuerst? Im Haushalt mithelfen. Genau, hätten sie mithelfen müssen. Ja. Aber so genau brauchst du gar nicht. Ich habe gesagt, 2 Dinge rauspicken. Du kannst sagen, ja, das mit den Kindern, dass sie Taschengeld
bekommen hätten. Das hast du deshalb gesagt, weil er ja aus der Vergangenheit spricht. Darum hast du mit hätten gearbeitet. Das war sehr gut. Den zweiten Punkt, ja, sie haben auch etwas tun müssen dafür. Mhm. Ja, das sind zwei Punkte. Das Gleiche machst du jetzt beim zweiten Teil. Du musst nicht den ganzen Satz wiederholen. Okay. Du kannst zusammenfassen und kannst es dann in eine indirekte Rede packen. Probier mal mit Rosina. Rosina arbeitet als Reinigungskraft und sei es sehr schwierig für sie, die Wünsche für ihre Kinder zu erfüllen, genau. Und die Hildegard? Hildegard. Er bekomme 2 Euro. Sie ist eine Frau. nur zur Info, ich wollte nur das sagen. Sie bekomme 2 Euro pro Woche und er musste. Oh. Sie? Sie, okay. Ist ein Mädchen, ist 9 Jahre alt. Sie wolle eine CD kaufen. Genau, und sie wolle eine CD kaufen, weil sie spare auf diese CD. Sie würde auf die CD sparen, kannst du auch sagen. Yes. Wie ist ihre Situation? Zum Beispiel, was bekomme ich? Oder? Ja, genau, bekomme ich Taschengeld? Ja. Oder was mache ich mit meinem Taschengeld? Okay. Verstehst du, wie ich meine? Das sind so diese Ansätze, wie du denken kannst. Mhm. Wie ist deine Situation? Wie ist ihre Situation? Wenn ich mein Taschengeld? Mein oder mein? Es ist immer mein. Es ist mein Taschengeld. Mein. Okay. Wenn ich mein Taschengeld bekomme, dann werde ich immer, was ich brauche, kaufen. Zum Beispiel Hoodies oder sowas, Kleidung. Und manchmal gehe ich mit meinen Freunden raus. Ja. So. Ja, kaufen Sie auch Eis vom Taschengeld? Ja, schon. Das könnte eine Nachfrage sein, okay? Weil du musst auch mit Nachfragen rechnen. Wunderbar. Und dann könntest du gleich sagen, ja, und meine Meinung ist. Also okay. Meine Meinung ist, dass viele Kinder, soll ich generell meine Meinung sagen? Natürlich, das ist die Frage. Deine Meinung. dass viele Kinder wollen immer. Wie sagt man das? Viel Taschengeld haben? Ja, das sagt man so. Viel Taschengeld haben und sie denken nicht an ihre Eltern, ob sie das erfüllen können oder nicht. Mhm. Du meinst, ob sie sich das leisten können? Ja. Ja, exakt. Ich sehe das zufällig auch so, ja, also dass Kinder oft viel haben wollen, aber gar nicht fragen, ja, woher kommt das Geld? Ja. Wunderbar, du hast das sehr, 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 sehr toll gemacht. Das war das allererste Mal jetzt, wo du das gemacht hast, oder? Ja. Super, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich darf gleich Ranat bitten. Du hast ja das Thema alleine oder mit anderen wohnen. Sei so lieb und fass uns kurz zusammen, welche Meinungen du hier gelesen hast. Du kannst zum Beispiel beginnen mit der 21-jährige Peter, er ist ein Er, der ist männlich. Der 21-jährige Peter. Die 21-jährige Peter. Du kannst sagen, der 21 Jahre alte Peter oder der 21-jährige Peter, das ist dasselbe. Die 21-jährige Peter. Peter meinte oder sagte. Und dann kannst du 2 Punkte nehmen und kannst sagen, ja, das ist seine Meinung. Aber das musst du dann nicht mehr dazu sagen, weil du sagtest ja, der 21-jährige Peter meinte das. Das hast du einen Nebensatz. Er meinte das. Er meinte, dass er ist alleine zu wohnen liebe. Und genau, dass er es liebe, alleine zu wohnen. Dass die Gruppe mit zu kommt immer zum Schluss. Kannst du dich erinnern? Ja. Genau. Aber sonst stimmt das, genauso meine ich das. Und dann kannst du dir noch einen zweiten Punkt rausnehmen. Zum Beispiel, da steht ja irgendwas davon, dass er Ruhe brauchen würde oder Ruhe haben möchte.
Das kannst du dann mit dem verbinden. Und ihr mochte Ruhe haben. Genau, so, nächste Person. Verstehst du, du musst nicht alles wiedergeben, nur das Wichtigste, ein oder zwei Punkte, die sehr wichtig sind. Okay. Judith. Wir sagen Judith, aber das macht nichts. Also wir, für uns ist das Judith, die TH sprechen wir nicht. Judith, die 45-jährige Judith. Die 45-jährige Judith, genau. Sie meinte, das ist nichts Schönes für sich gäbe. Genau, dass es nichts Schöneres für sie gäbe als. Als wenn viele Personen im gemeinsamen Haushalt leben. Ja, und Yusuf? Wie Yusuf gesagt, du musst nicht alles sagen, sondern nur das Wichtigste. Okay. Yusuf, die 17-jährige Yusuf? Ja, du musst nicht sagen Yusuf, der 17-jährige Yusuf, sondern du sagst der 17-jährige Yusuf oder du sagst Yusuf, der 17 Jahre alt ist. Der 17... Na, beginn doch mal von vorne. Du sagst entweder zuerst den Namen und sagst dann, der 17 Jahre alt ist, sagte das oder meinte das. Oder du sagst, der 17-jährige Yusuf, dann hast du die Information als ein Objekt. Der 17-jährige, 17-jährig ist ein Attribut für ein Nomen. Das ist wie der schöne Hans, der alte Fritz. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Genau, das kann auch jemand 17-jährig sein. Der 17-jährige Yusuf. Er kann es kaum erwarten. Du brauchst indirekte Rede. Meinte das? Meinte das? Oder sagte das? Meinte das? Du kannst auch sagen, denkt das. Ja, du musst irgendein Wort nehmen, wo du dann eine indirekte Rede machen kannst. Meinte das, er ist kaum erwarten kann? Könne. Konjunktiv. Könne. Und dass nicht so viele Leute darin wohnen. Moment, aber was kann er nicht erwarten? Das hast du noch nicht gesagt. Du hast gesagt, dass er es kaum erwarten könne. Ja, aber was könne er kaum erwarten? Die Information fehlt noch. Oh, endlich eine Wohnung haben zu können. Eine eigene Wohnung haben zu können, genau. Das könne er kaum erwarten. genau. Du musst nicht mehr dazu sagen. Es reicht, wenn du einen Punkt nimmst, der sehr wichtig ist. Okay. Ja? Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt noch weiter den zweiten Punkt. Wie ist Ihre Situation? Da wird dich dann niemand fragen bei einer Prüfung. Das musst du von selber sagen. Also da sagt niemand, was ist Ihre Situation, sondern da sagst du dann, wenn du das zusammengefasst hast, sagst du dann, ja, und bei mir ist das so, das. Oder ich wohne mit wie vielen Leuten? Sieben. Sieben, genau, mit sieben Na, Leuten. Sechs. Oder sechs Leuten, genau, weil du bist ja auch eine Person. Mhm. Genau, aber mehr möchte ich nicht sagen. Probier es selber. Und bei mir, ich wohne mit sechs Leuten. Und was soll ich auch sagen? Ja, du lebst ja mit verschiedenen Personen in einem Haushalt. Du kannst sagen, ich wohne mit meinen Schwestern und Brüdern oder wie auch immer. Ja? Wie ist deine Situation? Erklär ein bisschen, es ist fast so wie vorstellen, sich selbst vorstellen. Ich wohne mit sechs Leuten, meine Schwesterin und mit meiner Mutter. Ja.
Ja, also es sind sehr viele Personen. Ja. Ja, dann kannst du das sagen. Ich lebe mit einer großen Familie in einer Wohnung in wo auch immer oder in einem Haus oder in einem Garten. Ich weiß ja nicht, wie du wohnst, das hast du nicht gesagt, ja? Verstehst du? Ja. Du musst deine Situation erklären. Wie ist das? Probier bitte nochmal. Wir müssen das ja Nochmal. üben. Ich wohne mit sieben Leute, mit meiner Schwester und mit meinem Bruder und seine Frau und im Haus. Ja. Ist da wenig los oder viel los? Wenig los. Es sind ganz wenig Leute nur und es ist ganz wenig los. Das ist immer ruhig. Schau, Ja. die eine Dame hat ja gesagt, dass es für sie nichts Schöneres gibt, als wie wenn viel los ist. Ich sage es jetzt direkt, ja. Als wie wenn viel los ist. Sie braucht das, dass die ganze Familie immer da ist und dass beim Essen können sie die ganze Zeit irgendwie miteinander sprechen und sie findet das einfach so schön. Wenn du das auch so siehst, dann kannst du sagen, ja, ich sehe das wie, wer hat das gesagt? Ich glaube Judith, oder? Es gibt nichts Schöneres für mich, genau. Ich Ja. sehe das so wie Judith. Judith hat gesagt, dass sie es so schön findet, wenn viele Personen im gemeinsamen Haushalt sind. Bei mir ist das auch so und mir gefällt das sehr gut. Das ist eine Situationsbeschreibung und da ist die Meinung schon mit dabei. Sobald du wertest und sagst, mir gefällt das sehr gut, dann hast du eine Meinung gesagt. Soll ich mal jetzt meine Probier bitte Meinung machen? nochmal. Na, probier bitte nochmal die Situation. Und wenn du wertest, ist eine Meinung dabei. Sage ich Wie hier ist deine meine. Situation? Beantworte nochmal diese Frage. Wie ist deine Situation? Und denk bitte auch an das Plural von Leute. Und in dem Fall, wie du das Wort Leute verwendest, musst du an die Endung denken, an die richtige. Sieben Leute, oder? Leute? Leute? Ja, das kommt darauf an, wie du es verwendest. Ist es Nominativ, ist es Genitiv, ist es Akkusativ oder Dativ? Aber lass dich nicht verwirren. Sag einfach nochmal die Situation. Wie ist sie bei dir, die Situation? Ich lebe mit sieben Leuten. Leuten. Ich lebe mit sieben Leuten. Na, wir sind sechs, du bist ja auch eine Person. Ich bin mit sechs. Ich lebe mit sechs Leuten. In einem Haus. Wir sind drei Schwestern und mit meiner Mutter und mit meine Bruder und seine Frau. Jetzt kannst du zum Beispiel unterbrechen, weil du hast ungefähr gleich viel gesagt wie Judith. Du musst nicht mehr sagen wie das, was Judith zum Beispiel sagt oder so viel wie Yusuf sagt. Und kannst aber gleichzeitig noch deine Meinung dazu sagen. Und kannst sagen, ja, Ja. und diese Wohnsituation gefällt mir sehr gut. Ich liebe es auch, so wie Judith, wenn viele Leute da sind. Ja, meine Meinung ist, es ist viel besser, wenn ich mit jemandem wohne, weil ich Angst habe, wenn ich alleine zu Hause ist. Und ich habe die gleiche Meinung wie Judith. Es ist schon, wenn wir immer über all das, was am Tag passiert, wenn wir immer über all das sprechen, was am Tag passiert ist. Wunderschön, genauso funktioniert das.
Herzlich willkommen beim Deutschkurs B1.2.